Was passiert, wenn unterschiedliche okkulte Sims miteinander Kinder kriegen? Das finden wir heute heraus und dafür habe ich natürlich ein wunderschönes Glücksrad vorbereitet. Und der erste Okkult, den wir bekommen, ist ein Vampir. Und der zweite Okkult ist ein Werwolf? Twilight, hallo? Das ist unser Vampir Nicholas und seine dunkle Form sieht so aus. Ich finde, er sieht richtig cool aus. Ich liebe ihn. Und dann haben wir unseren Werwolf Jared hier. Und seine Werwolf-Form hat anscheinend Haare. Oh nein, wieso hat er eine Frisur? Und jetzt werden wir ein Genetikexperiment durchführen. Wir werden jetzt beide Okkulte miteinander kreuzen und ein Kind erstellen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was daraus entstehen wird.